Game Boy, Game Boy, Advance Kalender. Game Boy, Game Boy, Advance Kalender. Tom Clancy's Rainbow Six Rogue Spear für Game Boy Advance ist der überaus lange Name der überaus ambitionierten Handheld-Umsetzung des damals überaus geschätzten PC-Spiels mit demselben Namen. Ja. Und was gibt es für eine bessere Gelegenheit, über Mord und Totschlag zu reden, als zur Adventszeit? Die Rainbow Six-Reihe war damals, wie so ziemlich alles unter dem Tom Clancy-Siegel, für knallhart realistische, humorlose und super schwierige Taktik-Shooter bekannt. Mit komplexen Planungsphasen, Teammanagement, Gameplay, bei dem ein Fehler ausreicht, um die ganze Mission neu starten zu müssen, und eine vollkommen überladene Tastenbelegung. All diese Aspekte sorgten von Anfang an dafür, dass schon die Portierungen auf Heimkonsolen zu einem halbspielbaren Albtraum wurden. Wie zur Hölle soll das Ganze also erst bitte auf dem Game Boy Advance ablaufen, indem man es aufs Wesentliche reduziert? Das Teammanagement wurde deutlich vereinfacht, die Planungsphase wurde komplett gestrichen und aus einem Taktik-Ego-Shooter wurde ein Shooter mit Draufsicht und taktischem Ansatz. Man schleicht und schießt sich durch verschiedene Einsatzorte über die gesamte Welt verteilt, wählt je nach Einsatz sein Team mit Klassikern wie Beckenbauer, wer kennt ihn nicht, neutralisiert Terroristen, rettet Geiseln, entschärft Bomben, verzweifelt daran, Türen zu öffnen und macht all den Kram, den Antiterror-Einheiten halt so machen. Nur die komplexe Steuerung, die ist geblieben. Und sie ist schlimmer denn je. Also brechen wir das Ganze mal ganz kurz runter. Schießen liegt auf B, Nachladen auf A, seine Blickrichtung beim Laufen fixieren auf L. Bisher kein Problem, reicht, um durchs erste Level zu kommen. Bis man dann vor der ersten Geisel steht und, was nun? A ist es nicht. Die Schultertasten sind es nicht. B ist... Ja? Wie interagiert man nun mit Geiseln und sagt, dass sie mitkommen sollen? Natürlich mit L plus schießen. Weil da auch nie was schieflaufen wird oder so. Beim Spiel lag damals ein sehr praktisches Kärtchen mit der restlichen, nicht weniger überladenen Steuerung dabei. Dieses Kärtchen habe ich jetzt schon längst nicht mehr, warum auch, aber diese Auflistung hier zeigt das Problem wahrscheinlich schon ganz gut. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich bis heute alles davon noch vollständig im Blut. Ich weiß nicht mal wieso, aber anscheinend habe ich mir diese Steuerung damals so sehr in den Kopf prügeln müssen, dass sie hängen blieb. Hat man diesen Aspekt aber erst einmal verinnerlicht, wieso man das auch immer tun sollte, ist das Spiel nämlich gar nicht so übel und schafft es, das allgemeine Spielgefühl der Vorlage erstaunlich gut einzufangen. Es lohnt sich, etwas behutsamer vorzugehen, um Ecken zu spähen, anstatt direkt reinzulaufen. Feindgruppen versucht, isoliert auszuschalten, vielleicht sogar mit dem Scharfschützengewehr. Nicht einfach in die Gruppe reinrennen, das ist nicht so gut. Bei Geiselsituationen ist besondere Vorsicht geboten. Beziehungsweise einfach nur ein schneller Finger und eine Einheit, die auch ordentlich zielen kann, statt dieser namenlosen Praktikanten hier. Und genau deshalb muss man ja überhaupt erst so vorsichtig vorgehen. Das Spiel ist zwar deutlich verzeihender als noch die Version auf dem PC, aber sobald einer der Kollegen erstmal tot ist, ist er auch für immer weg. Und das gilt es zu vermeiden. Wobei dir aber sowieso das größte und beste Team der Welt nichts bringt, sobald es ans Schneelevel geht. Die obligatorische Stealth-Mission des Spiels, an der ich damals einfach nicht weiterkam. Ganz egal, wie oft ich es damals versuchte, ich schaffte und schaffte es nicht durch diesen verfluchten Irrgarten. Entweder entdeckte mich der eine, oder der andere, oder jemand von offscreen, oder das Ducken wollte nicht so richtig funktionieren, kein Wunder bei dieser Steuerung, oder die sonst so kalkulierbare KI hatte nun plötzlich die Fähigkeit erhalten, nachzugucken, wie so eine Tür offen steht, oder. Und selbst heute ist diese Mission nicht viel leichter geworden.
Über Jahre hinweg musste ich immer mal wieder an dieses Spiel hier denken, mit dem Gedanken, ob es überhaupt schaffbar ist, hier durchzukommen. Aber nun habe ich es endlich geschafft. Keine Ahnung, ob ich darauf stolz sein sollte oder nicht, aber ich bin ein großer Fan davon, dass das nächste Level nun daraus besteht, alle Leute in diesem Irrgarten möglichst effizient auszuschalten. Das nenne ich mal eine Rache und einen gelungenen Abschluss dieser 15 Jahre alten persönlichen Fehde von mir. Jetzt sind wir quitt. Ich mag dieses Spiel irgendwie immer noch. Es ist etwas langsam und viel zu fummelig, aber du hast Risiken, du hast dieses ganz leichte Teammanagement immer noch, du musst manche Missionen vielleicht mehrmals neu starten, hast dann aber auch gleich die bessere Taktik im Anschlag, um in einem Rutsch durchzukommen. Das ist so, wie sich die Vorlage anfühlt, mit demselben Szenario, teilweise denselben Levels, derselben Musik und sogar Sprachsamples. We've got a lot of people watching this one. Don't let me down. Aber gleichzeitig auch etwas weniger kompliziert, etwas mehr top-down, ja eben etwas mehr für den Game Boy Advance. Bei weitem kein Klassiker, ich weiß nicht mal, ob ich es überhaupt als Hidden Gem bezeichnen könnte, aber wenn ich bis heute immer noch gelegentlich an dieses Spielchen denken muss, dann hat's ja zumindest irgendwas richtig gemacht. Morgen geht's dann weiter mit dem nächsten Türchen, vielleicht auch wieder mit Artikel Dennis und in der Gameboy etwa Kalender. Er schreibt die Songs.